Insofern wundert mich das, wenn jetzt ein Buch, über das Sie jetzt gerade sprechen möchten, Endspiel Europa, das habe ich ja jetzt im Oktober mit einem Co-Autor im Übrigen, Hauke Ritz, zusammen veröffentlicht. Warum? Weil ich fand, dass seit dem März eine unglaubliche, ich sag mal fast in meinen Augen wirklich kriegslüsterne Propaganda, wir müssen jetzt in den Krieg, wir müssen wieder kämpfen, also das ist mir sehr aufgestoßen. Und es ist mir auch sehr aufgestoßen, welche Russophobie wir auf einmal hatten auf diesem Kontinent. Und ich würde gerne daran erinnern, und wir erinnern in unserem Buch ja auch daran, dass wir hier seit den 70er Jahren eigentlich Entspannungspolitik machen wollten, dass wir eine internationale kooperative Friedensordnung auf diesem Kontinent entwickeln wollten. Europa ist ja auch ein Friedensprojekt per se. Genau, also Friedensprojekt per se. Europa ist Frieden, Europa ist nie wieder Krieg. Das war sozusagen der Sprechakt, den wir in allen Sonntagsreden gemacht haben. Und das Zweite war ja, dass wir nach 89, also der friedlichen Revolution, gesagt haben, was wollen wir denn? Wir sind so froh, dass wir jetzt diesen Kontinent wieder geeint haben, ja, also dass Osten und Westen wieder zusammengekommen sind, dass es ja einer der großen Entwürfe war, in der Charta von Paris 1990 zu sagen, wir wollen jetzt eine kooperative Friedensordnung mit Russland. Ja? Und jetzt zum Ukraine-Krieg, also 30 Jahre später, machen wir auf einmal einen Krieg, wo wir erneut eine ganz klare kalte Mauer ziehen müssen. Also wie wir damals den Kalten Krieg hatten mit der Mauer, ja, wird jetzt auf einmal eine NATO-Grenze wieder etabliert. Dahinter ist Russland. Russland muss sanktioniert werden. Wir dürfen kein Gas mehr beziehen. Also der Kontinent wird gespalten. Ja. Und dieses Buch habe ich tatsächlich im Sommer sehr schnell geschrieben, weil mir das so konträr zu dem zu sein schien, was wir erzählt haben, nämlich einerseits, dass Europa geeint ist und dass wir uns seit 89 freuen, dass Europa wieder geeint ist, aber eben auch geeint mit Russland und in der Perspektive, dass wir einen friedlichen Kontinent machen. Und jetzt erzählen wir, dass der Kontinent wieder gespalten werden muss, dass sozusagen jede Kooperation mit Russland nicht sein darf, bis hin zu Sanktionen, Pipelines und diesen ganzen Fragen. Und dass eine Friedenserzählung jetzt benutzt wird, Europa als Friedensprojekt, um jetzt gemeinsam in den Krieg zu gehen. Und auf diesen Tatbestand wollte ich eigentlich nur aufmerksam machen, weil ich tatsächlich hier sitze und eigentlich, ich sag mal, 30 Jahre meines Lebens mit Nachdenken über Europa, über ein anderes, über ein besseres Europa verbracht habe. Und es ist mir so aufgestoßen, dass wir zwei Sachen in meinen Augen verraten, nämlich einerseits das Friedensnarrativ, weil jetzt ist Europa ja im Krieg. Also um es präzise zu sagen, die EU-Nationalstaaten sind nicht formal im Krieg, ja, aber wir diskutieren natürlich über Waffenlieferungen, schwere Waffen und so weiter. Das auch seitens der Parteien, das muss man vielleicht da kurz einwerfen, die ja eigentlich als Friedensparteien gelten, so wie die Grünen, die immer auch Wahlkampfslogan gemacht haben mit keine Waffen in Kriegsgebiete. Also dieser Kurs der Übereinstimmung, dass Waffen jetzt für Frieden sorgen sollen in diesem Fall, zieht sich ja eigentlich quer durch fast alle Lager. Und wenn man da jetzt mal guckt, was die Grünen noch plakatiert haben im Bundestagswahlkampf 2021, dann haben sie noch sozusagen plakatiert, keine Waffenlieferung in Kriegsgebiete. Und kaum war dieser Ukraine-Krieg da, hieß es auf einmal schwere Waffen über Nacht, 100 Milliarden und so weiter. Also das fand ich schon sehr, sehr, sehr auffällig.